Die Sommerpause ist vorbei. Der Stadtrat hat sich wieder zu einer Sitzung zusammengefunden. Und die Liste der Tagesordnungspunkte war mal wieder lang. Über 90 Punkte lang sogar. Den Auftakt machte eine wichtige Personalentscheidung. Denn Michael Rüscher wurde einstimmig zum neuen Wirtschaftsdezernenten gewählt. Einigkeit herrschte unter den Fraktionen auch beim Thema Schulraumerweiterung. Aktuell werden zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Duisburg in Containern unterrichtet, denn viele Klassenräume müssen saniert werden und sind bis dahin nicht benutzbar. Der Stadtrat hat jetzt die nötigen Gelder bewilligt, zum Beispiel für die Baumaßnahmen an der Theodor-König-Gesamtschule. Neben der laufenden Sanierung soll auch neuer Schulraum gebaut werden. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 17,8 Millionen Euro. Ein noch größeres Bauprojekt steht an der Abteischule in Hamborn bevor. Hier soll ein ganzer Ersatzneubau entstehen. Zusammen mit der Sanierung des bestehenden Gebäudes werden die Kosten mit 42,34 Millionen Euro beziffert. Einstimmig angenommen wurde auch das neue integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Duisburg. Dieses sieht deutliche Veränderungen vor, um der Innenstadt wieder mehr Leben einzuhauchen. Zum Beispiel sollen die Glaspavillons über der U-Bahn-Haltestelle Rathaus abgerissen werden. Anschließend wird auch der Bereich rund um das Kuhtor überarbeitet. Mit dieser und weiterer Baumaßnahmen soll auch die lokale Wirtschaft gestärkt werden. Beim Thema Kita gingen die Meinungen allerdings auseinander. Der Grund? Die Mieten für die neuen Kindergärten. Denn freie Träger erhalten vom Land eine Mietkostenpauschale in Höhe von 11,37 Euro. Durch gestiegene Baukosten sei laut der GEBAG aber eine Miete von 18 Euro nötig. Die Grünen forderten, dass die Differenz von der Stadt übernommen werde. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Es sei Aufgabe des Landes und des Bundes, die Mietpauschale zu erhöhen. Man wolle aber trotzdem mit den Trägern sprechen und eine Lösung finden. Ein hitziges Streitthema waren auch die Plantanen an der Wedauer Straße. Die werden nämlich bald verschwinden. Trotz der Proteste von Anwohnern in der Vergangenheit wurde der Ausbau der Wedauer Straße beschlossen. Der Antrag der Grünen auf einen alternativen Planungsentwurf wurde abgelehnt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen als Kompensation zwar neue Bäume gepflanzt werden, für die Anwohner und Aktivisten dürfte das aber nur ein kleiner Trost sein.